motif, tout nous nous rassembler, nous tout nous avons trouvé, qui maillé nous pour commencer. Bien arrivé en effet. Alles verpackt, Limelight zugesperrt, alle Ventile zugemacht. Leider geht der Kühlschrank nicht. Deswegen wird wahrscheinlich Pablo dann morgen nochmal mit Vincent sprechen, dass er sich das nochmal anschaut. Es sieht gut aus, dass ich den Flug kriege. Und jetzt bringt Pablo mich zum Flughafen. Ich werde 2 Nächte auf der Lupina übernachten. Schönen Dank, Pia und Köbi, dafür. Nico wird mir die 2 Tage Gesellschaft leisten. Ich habe jetzt 1 Nacht auf der Lupina geschlafen. Ich bin sehr gut eingeschlafen, aber ab 4:30 war für mich die Nacht schon wieder zu Ende. Und es ist hier richtig super Wetter. Es regnet schon seit 20 Stunden. Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. So muss man hier rumlaufen auf Tahiti. Mal gucken, was ich jetzt den Tag über noch mache. Morgen früh um 7:40 Uhr geht mein Flieger über Los Angeles, Paris, Hannover. Auf dem Markt in Papeete. Aber es ist schon der Wahnsinn hier. Also hier kostet so eine kleine Schale Bananen hier 2 Euro. Wahnsinn! Eine der großen Pampelmusen, 2 Euro. Woanders kriegst du das hinterhergeschmissen. Und hier kostet das richtig Geld. Hier bin ich bei Notre Dame in Papeete. War nicht so schön, wie die in Paris mal war, aber auch Notre Dame. Endlich hat es aufgehört zu regnen. Seit 24 Stunden hat das hier geschüttet. Also da mag man auch nicht hier auf Tahiti sein. Und das ist ja jetzt die erste Großstadt nach 4 Monaten. Und es ist ein Verkehr hier und Menschen und Autos, ein Lärm. Ich muss sagen, das brauche ich nicht. Ja, wir müssen aber hier nochmal her, wenn wir wieder zurückfliegen. Dann werden wir uns noch mal einen Tag hier Tahiti anschauen, aber ich glaube, ansonsten kommen wir hier nicht her. Und hier in dem Hafen, da kommt sämtliche Ware an, die dann von hier aus in ganz Französisch-Polynesien mit kleineren Schiffen verteilt wird. Vorne, das ist die Marina, direkt in der im Zentrum. Aber so wie man das schon sieht, die Schiffe wackeln ganz schön hin und her. Ist ziemlich unruhig hier drin. Meine Rundreise über Tahiti. Ihr wundert euch sicherlich, warum ich eine Rundreise mache. Aber die Geschichte ist so, als ich heute Morgen um 7 Uhr am Flughafen angekommen bin, habe ich die Nachricht erhalten, dass der Flug gecancelt ist. Jetzt geht der nächste Flug erst heute Abend 22:40 Uhr. Und bis dahin vertreibe ich meine Zeit mit einer Rundreise über Tahiti. Erste Station, hier der Leuchtturm von 1867.
glaube, der einzige Leuchtturm hier auf Tahiti. Da sieht man sehr schön das Außenriff und da im Hintergrund Moorea. Und links liegt die Hauptstadt Papeete. Und das ist Tahiti. Der nächste Spot. Ein riesiger Wasserfall. Und da es ja so schön regnet, ist da auch richtig viel Wasser drin. Jo, das ist ja mal ein Wasserfall. Sau geil. Der Wasserfall stürzt hier 100 Meter in die Tiefe, heißt Pauai. Und das ist der Name der Tochter des Chiefs der Region hier. Und weil seine Tochter so wunderschön war, hat er ihr jeglichen Kontakt mit Männern verboten. Eines Tages ist sie hergegangen, um Blumen zu pflücken und hat einen jungen Mann getroffen. Als ihre Guides das gemerkt haben, haben sie ihn umgebracht. Dann ist ihre Mutter krank geworden und der Vater schickte sie her, um heilende Pflanzen zu pflücken und traf wieder einen jungen Menschen. Und diese beiden sind dann geflohen hinter diesem Wasserfall und man sagt, dass manchmal bei Vollmond hier hinter dem Wasser zwei phosphorisierende Figuren zu sehen seien und das sind diese beiden. Ich befinde mich jetzt auf Tahiti. Das ist die kleine Halbinsel von Tahiti. Und da gegenüber, das ist die große Insel Tahiti Nui. Ja, leider kann man überhaupt nichts sehen, weil das alles im Dunst liegt. Und von da hinten komme ich, also so rum komme ich. Und hier unten bin ich an ganz vielen Weiden mit Rindern vorbeigefahren und auch an Gemüsefarmen. Da hinten sieht man ganz schön die vorgelagerten Riffe. Das muss herrlich sein, wenn die Sonne scheint. Hier sieht man super die Felder, wo die verschiedenen Sachen angebaut werden. Der Laponica ist zum Beispiel weiß, Litchi ist lila. Oh, das wächst hier alles. Das ist jetzt der Blick auf Tahiti. Und da unten fahre ich jetzt noch hin. Da soll es die besten Surfwellen geben hier in Französisch-Polynesien. Ach, ist das schade, dass heute so ein Mistwetter ist, weil der Blick hier muss spektakulär sein. Ich bin in Teahupo, der absolute Surfspot hier und hier ist echt die Sau los. Man kriegt ja keinen Parkplatz mehr. Die richtigen Surfer, die sind da draußen. Da werden die mit dem Jetski hingebracht und surfen dann in den Wellen. Grotte besuchen, die hier so auf dem Weg lag. Das ist ja auch cool.
Küstenstraße, die sich einmal um Tahiti schlängelt. Und da hinten brechen sich wieder riesige Wellen am Außenriff. Im Hintergrund Moria. Nachdem ich jetzt die 16 Stunden Wartezeit hier auf Tahiti gut genutzt habe, einmal um die Insel gefahren, sieht es jetzt so aus, als ob der Flieger tatsächlich geht. Boarding ist aufgerufen, 22.40 Uhr geht es dann hoffentlich los nach Los Angeles. 2 Stunden Aufenthalt und weiter nach Paris. Die Entfernung nach Los Angeles sind 6735 Kilometer und wir brauchen 7 Stunden 55. Ich bin in LA und ich muss sagen, was eine Show. Wir steigen in den gleichen Flieger wieder ein. Wir mussten raus, Passkontrolle, Gesichtsscan, alle Finger wurden abgescannt. Mindestens 5 Passkontrollen, 8 Boardcard-Kontrollen. Anschließend wieder in die Schlange anstellen, um das Gepäck nochmal zu kontrollieren. Alles ausziehen, wieder Passkontrolle. Und jetzt bin ich an dem gleichen Gate, an dem ich vorhin ausgestiegen bin, nur 1,5 Stunden später. So kann man die Leute beschäftigen. Die haben alle eine Klatsche. Entschuldigung. Von Los Angeles nach Paris sind es 9361 Kilometer und wir werden 10 Stunden fliegen. Nach 42 Stunden bin ich jetzt hier angekommen in Salzgitter. Es ist die Hölle. Und hier ist gleich richtig große Gesellschaft.